Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hans Reiter und wir sind in Folge Nummer 12 von Voxel Tycoon. Ja, wir hatten letztes Mal gesagt, dass wir hier in Heubach, das da ganz hinten ist, den Holzträger hinbringen wollen. Dafür brauchen wir noch ein Fahrzeug. Das war hier, wo es schwach war, ne? Oder war das schwach? Schlecht, schlecht war es. Das wollen wir verbessern und dafür brauchen wir ein neues Fahrzeug. Und ja, das wollen wir hoffen, dass wir das gleich kriegen. Das Geld ist jetzt gerade mal ein bisschen mau, aber das wird sich schon gleich wieder steigern. Und dann gucken wir gleich nach dem Intro, wie wir das hinkriegen. Ne? Bis gleich. So, dann würde ich mal sagen, lassen wir als erstes mal ein bisschen schneller laufen, wenn mal Geld reinkommt. So, hier oben sind Nachrichten. Na, Schwierigkeit der Versorgung. Heuber akzeptiert jetzt weniger Sand. Ja, Sand haben wir nicht auf der Karte, das wissen wir ja. Und deswegen können wir da nichts machen. Und die zweite Glocke ist der Sand auch. Okay, da brauchen wir nicht mehr drüber nachdenken. Sand wäre auf der Karte wo? Sehen wir das hier irgendwo? Da ist Holz. Stein. Gibt es hier hinter eigentlich auch noch was? Oh, dahinter gibt es auch noch wieder Felder. Okay. Hier gibt es Stein. Hier gibt es Eisen, ne? Ja. Hier würde es Sand geben, da oben. Was kostet uns das? 986.000 wäre dann der Sand gewesen, ne? Okay, aber das ist erstmal in weite Ferne gerückt. Wir müssen erstmal mit unseren vier Städtchen hier zurechtkommen und weiter gucken, dass wir Geld zusammenkriegen, die da gerade 6.700 sind. Was macht unsere Forschung eigentlich? Ja, die schlingt hier gerade auch so ein bisschen Dingens, ne? Geld. Wir sind aber schon bei 56. Das ist ja schon mal eine Nummer. Wir sind schon über die Hälfte rüber von 100. Müssen wir gucken, dass wir das hinkriegen. So, das heißt, wir warten jetzt aufs Geld, dass wir hier ein Fahrzeug kaufen können. Jetzt haben wir gerade die Hälfte ungefähr davon, ne? Ja. Was ist das eigentlich für ein Symbol? Ach, der fährt mit Benzin, okay. Den möchten wir kaufen. 4 Sekunden Beschleunigung von 0 auf 100, ja? Maximal 50 km/h. Alles klar. Ja, jetzt müssen wir gerade warten, ne? Wenn wir noch ein bisschen schneller machen, gerade einmal. Machen wir noch mal schneller. 13.000 haben wir gerade auf dem Konto, fällt aber. Na, kommt bestimmt gleich mehr Geld rein. 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jetzt habe ich es zu langsam gemacht. Und wir hoffen, dass hier die 31,7 gleich erscheinen. Oh, 24, da hat wieder gerade unser Forschungszentrum das Geld geklaut, ne? Gut, lassen wir nochmal schneller laufen. Dass wir es wieder zusammenkriegen. 24, 23, 24, 25. 29, 28, 30. So, jetzt sind wir nahe dran. Ne? Jetzt können wir es kaufen. Okay, das Fahrzeug ist da. So, das müssen wir auswählen. Und dann kommt das nach Heubach. Auf die Route Holzträger zu Heubach West. Ich glaube, das müsste der sein. Ne? Gucken wir mal lieber nach. Details können wir auch noch eintragen. Sicher ist sicher. Heubach West ist daneben. Passt. Das heißt, der kann jetzt fahren und wir verfolgen den und wir lassen es auf jeden Fall auf Stufe 2 laufen. So, der holt jetzt Holzträger, will ich hoffen. Hier ist kein Stau, das ist schon mal gut, ne? Ja, hier ist Holzträgerbretter. Eigentlich müssten wir hier die Produktion mit der Eisenbahn revolutionieren, dass das in die Städte gefahren wird, ne? Weil da sind drei verschiedene Rohstoffe, die wir hier irgendwo hinbringen könnten, ne? Die Bretter müssen nämlich hier hin. Das Kupfererz, das ist also uns egal hier, weil die Hütte brennt sowieso. So, der bringt jetzt das dahin. Kann man hier Gewinn und Statistiken vom Fahrzeug sehen? Ja, Betriebskosten 160 und der macht grad, hat gerade 1450 verdient. Alles klar. Das läuft erstmal. Dann gucken wir nach unserer Forschung. Wie weit ist die? Weil wir müssen da auch aufpassen. 65. Aber wir haben gerade kein Geld, dass das hier geht. Ja.
Jetzt ist es hier wieder, ne, am Laufen. Das Geld ist schon ein bisschen das Problem als erstes, würde ich mal sagen, ne? Aber wir müssen das auch mit der Stahlverhüttung fertig kriegen. So, das wird sowieso verschwinden, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Aber dieses Haus hier, ne, das sieht so ein bisschen anders aus, oder? Wachstum ist durchschnittlich. Ja, vielleicht sollte man auch noch gucken, dass man eine Bushaltestelle die ein oder andere macht, ne? Mehrere Stadttransfer, wir haben ja Stadtbusse schon mittlerweile. Und hier, ach da ist auch eine Stadthaltestelle. Abzweig. Transfer. Nebengleis. Ja, die Abdeckung da ist schon ganz gut, aber das haben wir nur in der Stadt, kann das sein? Ja. Hier ist eine Bushaltestelle Werges Südwest. Vielleicht müssen wir hier auch Stadtbusse mal machen. Hier ist Werges Süd. Das ist für die Kohle, ne? Da müssen wir mal gucken, dass wir hier vielleicht noch den einen oder anderen Halt machen. Gehfrist, Transfer. Da ist einer, da ist einer. Okay. Hier hinten könnte noch ein Halt hin. Was sagt's Geld? 14.000, aber ich glaube, dafür reicht's Geld nicht, ne? Für so einen Halt, oder? Terminals. Der kostet 19.000. Wo kommt denn der Van hin? So. Obwohl, hier wäre natürlich eine coole Stelle, ne? Also der deckt da ab. Der deckt da ab. Dann würde der nächste das hier besser abdecken, ne? Haben wir das große Haus noch drin? Ja. Der müsste hier so hin. Ist zwar ein bisschen im Zentrum dann doppelt, aber würde da am besten klappen, ne? Kostet aber wegen den zwei Häusern abreißen viel zu viel Geld. Oh, guck mal, wir hätten das Geld, wenn es da oben ist. Welche Häuser hätten wir denn da nicht? Diese hier. Vielleicht sollten wir hier was bauen, selber bauen, eine Straße dahin setzen dann. Also dieser hier nimmt die Reihe da vorne. Vielleicht wäre es hier passend. Die Reihe wäre abgedeckt. Das Haus ist noch da, ja. Das wäre hier gar nicht so schlecht vielleicht. 19.000. Sollte man das ausbauen? Einzugsgebiet wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Ein Stück Straße müssen wir dann noch bauen. Hätten wir dann jetzt auch gerade. Ans Geld müssen wir irgendwie kommen, ne? Straße. Ah, da ist gerade so eine Rampe, ey. Jetzt haben wir nicht genug Geld dafür, ne? Doch, hätten wir. Kann hier nicht gebaut werden. Wieso kann die Straße jetzt nicht hier so gebaut werden, ey? Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Ah, so geht's jetzt komischerweise gerade. Achthundert, ja, komm, haben wir auch noch. So, jetzt haben wir eine Bushaltestelle mehr. Das bedeutet, jetzt müssen wir auch hier einen Bus haben. Welcher Bus fährt denn hier so durch die Gegend? 2, 4, 5 Fahrzeuge können laden. Ne, 3 sind es aber nur. Passagiere zum Melderichstadt-Transfer. Ich müsste meine Linien jetzt mal sehen hier. Die sind, glaube ich, hier, ne? Was ist das hier, Bahn?
Müsste nach Fahrzeugen sortieren, kann man das? Ja. Das hier ist Gefrees. Das ist diese Linie Melrichstadt. Intern, ne? Ja. Steht da ja auch. Und das hier ist Melrichstadt, Heubach, Melrichstadt, Wirges, Wirges, Wirges. Wir brauchen aber Gefrees und das gibt es doch, gibt es hier auch. Gefrees-Transfer. Müssten wir das bearbeiten eigentlich. Allerdings würde ich Gefrees-Transfer nur noch anfahren wollen und dann Bus intern machen, wenn es denn das bringt. Wie kriege ich denn eine neue Linie? Flotte, ich glaube, da brauche ich ein Fahrzeug für, ne? Wir könnten ja auch. Ja, wir könnten. Aber obwohl, die sind so weit weg, dann lass das mal. Gefrees machen wir Transfer und die anderen wechseln wir da. Dann kaufen wir ein Fahrzeug und zwar einen Bus. Der geht auch gerade. Jetzt nicht mehr. Kaufen 32,8. Das dauert gerade einen Moment, das Geld zusammenkriegen. Wir müssen nur aufpassen mit der Forschung, dass da nicht unsere Straße blockiert wird, weil das Lager da voll ist und die Wagen da stehen bleiben, ne? Da müssen wir fürchterlich aufpassen dann. Ja, Sandhütte wird gleich zu sein. Das ist aber nicht schlimm. Da können wir auch nichts dran ändern. 50.000 müsste man da hinschmeißen, dass das geht. Das machen wir aber nicht. Da sind wir. 86, okay. Jetzt kaufen wir schnell den Bus. Und jetzt müssen wir den eine Linie machen. Fahrplan. Halt hinzufügen. So, Gefrees. Transfer. So. Dann hinzufügen den da. Transfer. Dann fährt er immer wieder hierhin erst, ne? Das ist so Simo-Trans-like, ne? Macht, glaube ich, nur Sinn. Weil die steigen ja immer alle ein, ne? Das hatten wir ja schon kennengelernt, oder? Transfer. Genau. Dann hinzufügen. Fahren wir nach Gefrees fest. Auch Transfer. Und dann kommt er wieder nach Gefrees Transfer da oben. Hier oben müssen wir noch einen Halt machen. Speichern als. Das zurück. Jetzt habe ich da noch Routen hingehauen, weil ich die falsche Taste erwischt habe. Stadtbus. Gefrees. Entfernen-Taste da. So, und okay. Und der kann jetzt starten, oder? Ja. Gut. Dann lass den mal da so stehen. Jetzt müssen wir nur den anderen Bus haben. Wahrscheinlich dieser hier. Jetzt habe ich die Linie. Linie bearbeiten. Und dann schmeißen wir da jetzt den hier raus. Und den hier raus. Und der fährt nur noch nach Gefrees. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das Falsche rausgeschmissen. Aber ich glaube, es sieht gut aus. Und okay. Und dem Fahrzeug können wir ja mal folgen. Der fährt jetzt noch überall hin, ne, oder? Melrichstadt Transfer fährt er nur. Weges fährt er überall hin und Gefrees fährt er auch nur noch. Dann haben wir das. Ich glaube, das ist alles richtig so. So, das würde bedeuten,
Als nächstes müssen wir mal gucken, dass Wirges und Heubach dann noch mehrere Haltestellen kriegen, ne? Und dieser hier, Details nicht, Statistiken brauchen wir. Geld verdient 415, Betriebskosten 335, das sieht gut aus. Fahrer ist Karl Thiele, auch sehr schön. So, wo ist Transfer? Mal gucken, wie viele Leute da stehen. Passagierfrist frisst. Das ist ja hier intern, ne? Okay, schon weg. Südost. Also die fahren intern nur. Und weit weg fährt keiner, oder wie sehe ich das? Was war mit dem Unternehmen jetzt? Ist immer noch da. Ne. Ich wollte dahin. Komme ich nicht so. So, jetzt wäre es interessant zu sehen, ob es hier auch Passagiere gibt, die nach anderen Städten fahren, ne? Hier ist Wirges. Ich glaube, das machen die gar nicht. Kann das sein? Da kommt der Transferbus. Glaube ich. Fährt jetzt da oben hin. Wieso ist denn der jetzt da so komisch gefahren? Gefrästransfer. Der muss da hinten. Oh, alles klar. Der muss so weit wegfahren, um da hinten zu drehen. Oh, Forschung ist abgeschlossen. Jetzt müssen wir da schnell hin. Ja. Jetzt müssen hier der Wagen, der davor anhält, gleich. Ich glaube, hier kommen wir da am schnellsten hin. Müssen erstmal ins Depot gefahren werden, ne? Zum Depot schicken. Zum Depot schicken. Und den auch ins Depot schicken. Sonst haben wir ein Problem da, nämlich. So, jetzt ist dieses hier erledigt. Neue Forschung starten dann. Jetzt haben wir hier die Stahlverhüttung und dann können wir Stahlherstellung machen. Forschung 2, was brauchen wir denn da? Schaltkreise, okay. Lager. Lager 2 brauchen wir Holzträger. Dampfmaschine. Dann können wir Züge machen, Straßen 2. Gleise. Der Bergbau ist Holzträger. Haben aber gerade nicht die richtigen Fahrzeuge am Start. Fertigung 2, da brauchen wir Eisenbahn. Die haben wir ja jetzt gemacht, oder? Jetzt haben wir nur noch keine Eisenbahn, die müssen wir dann erst machen, ne? Das war hier unten, ne? Doch, Eisenbahn haben wir doch auch schon. Dann können wir die Forschung doch starten. So, da waren auch noch ein paar Eisenbahnen drin. Und da kommen sogar noch welche. Oder wie sehe ich das? Habe ich die nicht ins Depot geschickt gerade? Oder waren da noch so viel? Ach, da war wahrscheinlich schon so viel noch drin. Okay, das bedeutet, Fahrzeug folgen. Ja, das mit dem Depot, zum Depot schicken hat ja gut geklappt, oder? Gut, dann ist das nicht passiert. Und das ist auch nicht passiert. Und das ist auch nicht passiert. Holzbretter, regelmäßige Lieferung hier. Ist da, 305, da kriegen wir richtig Geld für, alles wunderbar. So. Gefrästransfer. West und Südost. Und es fährt keiner aus der Stadt raus. Das ist Meldestadt-Transfer. Das müsste jetzt der Bus sein. Was hat er denn für Leute da immer dran? Sehe ich das irgendwo? Ah ja, nach Gefrest fest fährt West fährt einer. Und nach Wirges. Wenn ich den jetzt folge, dann ist das ein Bus, der. Ja.
Der fällt zwar jetzt hier Wirges ab. Ja, jetzt konnten da welche rein. Okay. Also die Forschung hier läuft. 10 von 75 ist auch nicht ganz so viel. Jetzt fehlt es gerade an Barren. So. Jetzt hier nochmal gucken. Jetzt wird danach gefräst. Muss da irgendwo drehen, ne? Dreht ganz komisch. Okay. Einen kürzeren Weg gab es nicht, oder was? Ach, das ist er gar nicht. Oder ist der es doch? Gefräß West, da unten, das ist falsch. Das muss Gefräß Transfer werden, bearbeiten. Halt hinzufügen. Ich habe doch den falschen rausgelöscht. Der soll den machen. Transfer und Gefräß West. Der soll weg. Und dann fährt er von Gefräß West. Wo fährt er denn dann hin? Nach Mellrich statt Transfer. Ja, das andere liegt auch nicht mehr auf dem Weg dann. Okay, Linie geändert. Details. So, jetzt hat er noch nichts für uns da drin. Aber jetzt werden wir hier auch Leute sehen, die die Stadt verlassen. So sieht's aus. Wirges, Heubach. Ja, und das sind die beiden internen. Das ist aber alles gut so. Jetzt läuft's da, wie ich es wollte. Okay, das ist erstmal gut. Das ist gut. Und die Folge ist schon wieder verdammt lang. Wir haben aber diesmal 105.000 Euro für die nächste Runde da. Das ist schon mal eine coole Geschichte. Dann können wir nämlich überlegen, was wir damit machen. Weitere Fahrzeuge kaufen oder sowas. Oder schauen, dass die Forschung hier. Wo ist er? Ne, da ist er nicht. Die Forschung war da. Wie weit ist die? Gucken wir schnell noch rein. 13 von 75, das läuft auch noch. Da müssen wir gucken, wie wir da weiterkommen. Alles klar, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.